Hallo YouTube, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Carsten und auch heute möchte ich euch herzlich begrüßen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute eine neue Folge aus der Rubrik Klein aber fein. Die Orchidee des Tages ist Encyclia incumbens. Hier haben wir auch schon unseren heutigen Kandidaten. Definitiv klein, aber fein. Ich habe die Blüten mal gemessen, etwa 3 cm in der Höhe und auch 3 cm in der Breite. Ganz toll bei dieser Encyclia incumbens ist die Lippe. Ich versuche mal die Lippe hier runter zu ziehen. Es gelingt mir nicht so richtig jetzt. Also ganz typisch für die Encyclia, für alle Encyclias ist diese dreigeteilte, segmentierte Lippe. Und die oberen beiden Lippensegmente umhüllen die Säule, die dann auch die Pollenpakete trägt. Ich hoffe, die Kamera bekommt das drauf, weil die ist wirklich sehr klein, die Lippe. Und ich glaube, das kommt ganz gut raus. Und ganz besonders, diese Lippe ist mit ganz vielen rot-burgunderfarbenen Haarstrichen, also quasi die hat ganz viele Strichmuster auf der Lippe, also das ist wirklich mit bloßem Auge sehr schwer zu erkennen. Also definitiv ganz tolles Pflänzchen, ja. Ich habe einmal gezählt, der Blütenstand trägt ca. 40 Blüten, davon sind noch nicht alle geöffnet. Etwa 10 Blüten sind noch knospig, also sind noch nicht auf. Der Blütenstand an sich ist gute 45 cm lang, hier zum Größenvergleich. Und die Blütenfarbe ist ein, ja, ich würde fast sagen, ein zitroniges, blasses Gelb. Und wie gesagt, diese burgunderfarbenen Striche auf der Lippe, also wirklich eine sehr schöne Pflanze. Duften tut sie nur sehr schwach. Also wenn man ganz nah rangeht, kann man definitiv ein leichtes Parfüm wahrnehmen. Aber generell sind ja Encyclias bekannt für ihre Düfte. Also das sind ausgesprochene Duftorchideen, die meisten zumindest. Und Encyclias haben zwar sehr kleine Blüten, wie ihr hier sehen könnt, die meisten. Aber das machen sie wett mit der Vielblütigkeit. Also viele Encyclias produzieren sehr viele Blüten, die alle zur gleichen Zeit geöffnet sind. Ja, also die Blüten öffnen normalerweise innerhalb von mehreren Tagen gleichzeitig. Und es sind halt, wie gesagt, Duftorchideen. Ja. Hier könnt ihr mal den Pflanzenkörper meiner Encyclia incumbens sehen. Sehr ja, dicke, runde Eierbulben, konisch zulaufend. Und jetzt bitte nicht erschrecken, diese Pflanze, die ich hier habe, ist ein ganz kleines Baby, ja. Also, wie ihr hier sehen könnt, an dieser Bulbe hat sie schon eine Blüte gehabt. Das heißt, das hier ist erst die zweite Blüte. Das heißt, es ist ein kleines Baby eigentlich. Die Pflanze wird etwa 6, 7 Jahre alt sein, etc. Und ich habe schon Exemplare gesehen, da ist die Bulbe faustgroß. Ja? Also das ist wirklich noch eine ganz, ganz kleine Bulbe. Ihr könnt ja schon sehen, die letztjährige Bulbe, diese hier nämlich, wie groß die ist im Verhältnis zur neuen Bulbe. Ich würde sogar sagen, sie ist mehr als doppelt so groß. Ich würde sagen, ja, ein bisschen mehr als doppelt so groß. Und hier kommt auch schon der neue Trieb. Also wie gesagt, Encyclia incumbens, die macht solche Eierbulben. Ja? Also die kriegt gigantisch große Bulben, viel größer sogar noch als Encyclia cordigera, welche ja schon sehr große Pseudobulben hat. Aber incumbens, also meines Wissens produziert incumbens die größten Pseudobulben innerhalb der Gattung der Encyclias.
Aber ich kann mich auch irren, aber an einer ausgewachsenen Pflanze sind diese Bulben wirklich gigantisch, ja. Und wenn die Pflanze dann ausgewachsen ist, ich nehme mal an, dass ich in 2 bis 3 Jahren auch auf diese Bulbengröße komme, dann trägt diese Pflanze nämlich nicht mehr einen Blütenstand von einem halben Meter, aber ich habe ja gesagt 45 Zentimeter, sondern dann haben diese Pflanzen Blütenstände von etwa 1 Meter, können die lang werden. Und die Blütengröße, die wird nicht größer, also das ist die Endgröße, ja, aber die Blütenanzahl wird sich verdrei- oder vierfachen, ja. Also an so einem 1 Meter Blütenstand, da reden wir dann schon von einer Blütenanzahl von mindestens 150 Blüten, ja. Und wenn die gleichzeitig offen sind, dann ist das schon eine kleine Show, das kann man schon definitiv sagen. Die Gattung Encyclia generell ist eine, ja, mittelgroße bis wahrscheinlich sogar große Gattung. Je nachdem, wo man nachschaut, beinhaltet die Pflanze, also die Gattung, etwa 240 Arten. Wie gesagt, da ist auch viel Konfusion botanischerweise, da früher beinhaltete die Gattung Encyclia auch noch andere Arten und Gattungen, die aber rausgelöst wurden. Aber die aktuelle Gattung Encyclia umfasst meines Wissens ca. 240 Arten. Das sind Pflanzen, also die Gattung Encyclia kommt vor, also in Südflorida, da kommen schon die ersten Arten vor. Ich glaube, Encyclia tempensis, die kommt aus Südflorida. Und dann findet man diese Gattung, also Vertreter aus der Gattung Encyclia, in Mexiko, ganz Zentralamerika, im nördlichen Südamerika und es geht dann runter bis ins nördliche Argentinien. Also eine sehr weit verbreitete Gattung mit relativ vielen Arten. Und wie ich doch finde, haben wir es hier mit einer sehr schönen Art zu tun. Diese Vertreterin, also Encyclia incumbens, kommt eher aus dem nördlicheren Verbreitungsgebiet der Gattung, nämlich aus Mexiko, Guatemala, El Salvador, Belize, wahrscheinlich auch in Honduras. Hierbei handelt es sich um eine Pflanze, die aus dem mittleren Hochland kommt. Also meistens findet man diese Pflanzen so auf 1000, 1150 Meter, 1000, 1500 Meter meine ich. Und laut Literatur ist das Verbreitungsgebiet, also das Höhenlagenverbreitungsgebiet von Encyclia incumbens, liegt so zwischen 800 bis etwa 2000 Metern. Ja? Also in diesem Bereich kann man die Pflanzen finden. Ich habe die Pflanzen auch schon oft in Natur bewundern können und ich habe sie immer so gesehen auf 1500 Metern oder knapp über 1000 Metern. Ja? Also das ist immer so. Das scheint die bevorzugte Höhe zu sein dieser Pflanzen in Guatemala. Aber wenn man nach Mexiko kommt, da ist es natürlich aufgrund der, ja, der Breitengrade liegt natürlich einiges nördlicher. Das kann natürlich sein, dass in Mexiko die Pflanzen vielleicht nur auf 1000 Meter vorkommen. Und wenn man dann weiter runterkommt in die tropischeren Länder, ja, vielleicht El Salvador, Honduras, dann kann es durchaus sein, dass die Pflanzen auch bis auf 2000 Metern da, je nachdem, welches Mikroklima man hat, etc. Also hier in Guatemala habe ich die Pflanzen in der Regel so bei 1500 Metern gesehen. Aber wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, das ist eine Pflanze, die ist noch sehr, sehr, sehr klein. Ja, ihr könnt ja hier sehen, wie die Pflanze quasi herangewachsen ist. Hier die erste Bulbe, zweite Bulbe, dritte, vierte. Und dann bei der vierten hat sie einen Riesensprung gemacht auf die fünfte, welche auch die aktuelle Bulbe ist. Und das Laub ist relativ breit für eine Encyclia. Es gibt viele Encyclias, die sind eigentlich bekannt dafür, für ein ganz langes Laub, was aber sehr dünn ist. Und Encyclias sind auch bekannt dafür, für ihr sehr hartes Laub. Ja? Das ist richtig hart. Es gibt Encyclias, da möchte man fast meinen, man fässt ein Brettchen an, ja? Wenn man das Blatt anfasst, etc. Also Encyclias ist eine Welt für sich. Ja? Ich kann euch ja auch mal ein paar andere Sachen zeigen hier. Zurzeit blüht bei mir auch eine Encyclia Bractescens, könnt ihr euch mal anschauen, die ist auch sehr schön. Bractescens ist eine meiner Lieblings-Mini-Encyclias, ja. Hier in dem Fall ist die Blüte größer als bei unserer Incumbens, ja, aber der Pflanzenkörper ist relativ klein, ja. Aber die Blüte ist viel größer als bei der Incumbens.
Ganz tolle Pflanze. Und dann habe ich noch eine ausgesprochene Mini-Mini-Orchidee, also Mini-Enzyklea, und zwar Enzyklea nematocaulon. Ich hoffe, die Kamera macht da mit. Erstmal hier könnt ihr die ganze Pflanze sehen. Seht ihr die Blüten hier rum? Pseudobulben sind sehr klein bei dieser. Ja, also Enzyklea, manche Enzyklea-Arten haben ganz kleine Mini-Bulben. Ich schau mal, ich hoffe, die Kamera zieht diese Mini-Bulben, also Mini-Blüten scharf, weil wie gesagt, das ist wirklich eine ganz kleine hier. 1 Zentimeter gerade einmal Blütendurchmesser, aber sehr schön. Enzyklea nematocaulon. Nun noch zurück zu unserer Prokumbens. Ich möchte jetzt ein bisschen in die Kultur einsteigen. Ja, also für mich als Gärtner ist ja das immer der wichtigste Teil. Und Enzyklea incumbens ist eine sehr leicht zu kultivierende Orchidee. Und zwar ist es eine eher wärmeliebende Enzyklea. Man sagt warm bis intermediär wachsend. Aber ich halte meine Enzyklea incumbens wie meine Cattleyas, also warm bis intermediär. Das heißt, die Pflanzen bekommen temperaturmäßig in der Wachstumszeit gebe ich etwa, also ich würde als Optimum in der Wachstumszeit erwägen, circa 25 bis 32 Grad. Das kann man als ein gutes Wachstumsideal für diese Pflanze ansehen. Natürlich ein paar Grad tiefer, ein paar Grad höher vertragen diese Pflanzen natürlich ohne Problem. Aber ihr solltet versuchen, die Pflanze im Optimum zu halten, also zwischen diese 25 bis 32 Grad. Und wenn ihr da in den Tagestemperaturen während der Wachstumszeit in dem Bereich seid, dann dürftet ihr ein sehr gutes Wachstum erzielen. Es sind, wie gesagt, habe ich ja gesagt, mittleres Hochland, bis 2000 Metern, das ist schon relativ hoch. Aber die meisten Pflanzen werden so aus 1000, 1500 Metern kommen. Und dementsprechend sollte man so ja, 5 bis 8 Grad Nachtabsenkung geben. Also man sollte darauf achten, dass die Nachttemperatur tiefer liegt, so bei vielleicht so 18 Grad wäre eine gute Nachtabsenkung für die Pflanzen, ja. Das finden die richtig gut. Und im Winter kann man die Pflanzen verhältnismäßig kühl kultivieren, ja. Also da kann man eigentlich tagsüber so 17, 18 Grad und nachts kann das auch runtergehen auf 7, 8 Grad. Das ist kein Problem, solange die Pflanze relativ trocken gehalten wird. Das ist generell so ein kleiner, ja, Trick für Pflanzen, die jetzt, sagen wir mal, niedrige Temperaturen aushalten müssen, wenn ihr vielleicht nicht die Möglichkeit habt, euren Kulturraum im Winter ausreichend zu heizen, also wenn ihr ein paar Grad zu tief liegt, dann ist es anzuraten, die Pflanzen immer etwas trockener zu halten. Dann vertragen sie die niedrigeren Temperaturen viel besser. Aber wenn ihr dann unter 10 Grad kommt bei dieser Art, da wird es dann kritisch. Also unter 10 Grad würde ich Enzyklea incumbens nicht halten. Also für ein paar Stunden ist das kein Problem. In der Natur kann es solche Kälteschübe durchaus mal geben. Das kann schon sein, dass am Naturstandort, dass da mal die Temperatur auf 6, 7 Grad runterrasselt. Das kann schon mal vorkommen. Das ist dann bloß für 2, 3, 4 Stunden. Und dann geht die Temperatur gleich wieder hoch auf über 20 Grad, weil die Tropensonne auch in den Wintermonaten ist die sehr intensiv und sehr stark. Aber gerade in solchen Höhenlagen, ab 1000 Meter aufwärts, kann es doch im Winter relativ tiefe Nachttemperaturen auch hier in den Tropen geben. Ja, das ist definitiv möglich. Aber ihr solltet euch auch nicht so verrückt machen mit den Temperaturen, gerade nicht bei der Gattung Enzyklea, weil das sind sehr robuste Pflanzen. Enzyklea als Gattung schlechthin, kann man sagen, sind robuste Pflanzen. Und kommen wir jetzt zum Wasser, sind auch relativ trockenheitsresistente Pflanzen. Ja? Auch Enzyklea incumbens, wie viele ihrer Schwester-Orchideen, kommen aus periodisch trockenen tropischen Gebieten, ja, meistens Hochland, habe ich ja schon gesagt. Und das sind oftmals Gebiete, also Enzykleas findet man ganz oft in Gebieten mit einer sehr ausgeprägten, sehr intensiven Trockenzeit, ja. Da regnet es mehrere Monate nicht, ja, also es kann gut sein. Viele Enzyklea-Arten müssen lange Trockenzeiten aushalten, 6, 7 Monate ohne nennenswerten Regenfall. Aber ihr habt immer auch eine gewisse hohe Luftfeuchtigkeit in den Wintermonaten, also in der Trockenzeit.
Und natürlich existiert auch oft die Taubildung, die findet mehrmals in der Woche statt, auch während der Trockenzeit. Also die Pflanzen überleben diese lange regenlose Zeit nur mit dem Morgentau und mit der relativ hohen Luftfeuchtigkeit. Aber in der Trockenzeit kann diese Luftfeuchtigkeit doch sehr stark absinken. Ja? Also das kann schon sein, dass auch mal über Mittagsstunden das auf 30% absinkt. Aber auch in der Hochtrockenzeit geht dann nachts die Luftfeuchtigkeit wieder hoch bis auf 80%, 85% etc. Ja, und wenn dann die Regenzeit einsetzt, dann haben wir natürlich Luftfeuchtigkeitswerte von 80% tagsüber und nachts nahezu 100%. Aber das ist dieser Kreislauf, was diese Enzyklia-Orchideen lieben. Eine lange Trockenzeit. Also man kann sagen, im Prinzip, es ist 50-50. Ja? 6 Monate Trockenzeit, 6 Monate Regenzeit, wobei die Regenzeit noch mal so eine kleine Delle hat, so im Juli, da ist dann noch ein bisschen trockener, da regnet es dann vielleicht nur einmal die Woche etc. und ist bedeutend weniger der Regen, aber die Luftfeuchtigkeit ist trotzdem hoch, weil die Erde ist getränkt mit Feuchtigkeit und das verdunstet natürlich alles. Aber in der Hochregenzeit, da regnet es eigentlich am Naturstandort von diesen Orchideen fast jeden Tag. Und in der Trockenzeit hat man, wie gesagt, die 6-7 Monate regenlose Zeit. Hier und da kommt da auch mal ein Schauer runter, je nachdem, in welcher Region man sich befindet und auch in welcher Höhenlage. Ja. Umso höher die Höhenlage, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht mal am Anfang der einsetzenden Trockenzeit und dann am Ende der Trockenzeit schon mal hier und da ein Regenschauer kommt. Ja. Aber während der Haupttrockenzeit kann man eigentlich damit rechnen, dass kein Regen runtergeht. Dementsprechend haben diese Pflanzen ja auch dieses harte Laub, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Es ist extrem hart, also sehr ledrig, fast schon hölzern. Die Bulben sind auch sehr hart. Ihr könnt ja hier sehen, die Bulben bei meiner Pflanze sind sehr prall und haben auch so einen Fettglanz. Also so ist das ideal, wenn die Pflanzen, wenn ihr so schön am Anschlag haltet. Im Winter, während der Trockenzeit, könnt ihr die Pflanzen natürlich etwas einschrumpfen lassen. Also dann kriegen diese Bulben so ein bisschen, ja, so ein paar Falten etc. Hier, diese hat ein bisschen Falten, kann man das sehen? Die hier, ganz bisschen, hat sie so ein bisschen Furchen etc., ein bisschen faltig. Aber die hier könnt ihr sehen, die blütenstandtragende Bulbe, die ist prall. Prall gefüllt und so muss das sein. Hier kommt auch schon der neue Trieb simultan mit dem Blütenstand. Diese hier ist etwa seit einer Woche auf, also die ersten Blüten haben vor einer Woche geöffnet und jetzt ist sie nach einer Woche nahezu komplett geöffnet. Ein paar Blüten fehlen noch, so 8 bis 10 Blüten fehlen noch. Ich versuche mal richtig nah ranzugehen, ob die Kamera das mitmacht. Es ist natürlich schwierig, so eine kleine Blüte scharf zu ziehen, ja. Aber sehr schöne Enzyklia, definitiv. Ein ganz wichtiger Punkt bei Enzyklias, ähnlich wie bei Cattleyas, ist natürlich die Sonneneinstrahlung. Enzyklias wollen Cattleya-Licht, ja. Man kann sogar sagen, dass Enzyklias mit dem großblumigen unifoliaten Cattleyas eigentlich von den Pflegeansprüchen her gleichzusetzen sind. Allerdings vertragen Enzyklias ein bisschen mehr Trockenheit. Ja? Also das sind Pflanzen, die kommen mit einer etwas harscheren, noch etwas längeren Trockenzeit zurecht als eine Cattleya vielleicht. Ja? Aber sonst in Bezug auf Licht kann man sagen, 1:1 wollen diese Pflanzen sonnigen Halbschatten, genauso wie ihre Cattleya-Schwestern. Ich sage bewusst Schwestern, weil Enzyklia und Cattleya, das sind zwei Gattungen, die miteinander relativ nahestehend sind, also sind verwandt, sind auch in der Cattleya Alliance, ja, und sind auch kreuzbar, definitiv, ja, also die meisten Cattleyas sind kreuzbar mit Enzyklias, weil sie sich halt sehr nahestehen. Und ich würde sagen, der große Unterschied in der Kultur von Enzyklia und Cattleya ist eigentlich diese Trockenheitsresistenz, wo ich halt sage, dass
beziehungsweise ist das meine Erfahrung, dass die Enzykleas ein bisschen mehr Trockenheit vertragen in der Ruhezeit etc. Aber wenn ich pralle, schön versorgte Bulben haben will, muss ich natürlich trotzdem auch gut gießen und auch gut düngen etc. Ja, da kommen wir auch nochmal gleich hier zum Substrat. Ihr seht ja, ich habe hier mittelgrobe Körnung, Rinden, Piniensubstrat, ja, also Kiefern, Pinienborke. Nix Besonderes, ganz normales Piniensubstrat. Und ich gieße meine Pflanzen in der Regenzeit, gieße ich sie genauso oft wie meine Cattleyas, etwa ein bis zweimal die Woche. Wobei natürlich es darauf ankommt, wenn natürlich ich jetzt in der Hauptregenzeit bin, dann gieße ich eigentlich gar nicht, weil es regnet so viel dann hier. Deswegen muss ich darauf achten, dass ich meine Pflanzen nicht in zu große Töpfe topfe, dass die mir nicht versaufen, weil in der Regenzeit kommt doch hier einiges an Wasser runter und dementsprechend erhalten meine Pflanzen hier auf natürliche Art und Weise mehrfach die Woche Regen etc., viel hohe Luftfeuchtigkeit. Aber das ist das auch, die Pflanzen wollen das auch in der Trockenzeit. Wenn sie treiben, brauchen sie ordentlich Wasser. Und ich habe dann meistens ein bisschen Probleme mit dem Düngen, weil immer wenn ich dünge, kommt dann gerade ein Regenschauer und dann wäscht der ganze Dünger wieder aus. Ja, also bei mir ist eher das Problem nicht die Wasserversorgung in der Trockenzeit, in der Regenzeit, sondern die Düngeversorgung. Weil jetzt ist mir schon mehr, nicht nur einmal passiert, das passiert mir eigentlich andauernd, dass ich dann so guck zum Himmel und so und denke mir dann so, ja, wird es heute regnen? Und ich muss ja irgendwann düngen und dann dünge ich und dann öffnet sich der Himmel 3 Stunden später und dann ist der ganze schöne Dünger futsch. Aber jeder hat so seine Problemchen, ja. Also in der Regenzeit, also in der Wachstumszeit, würde ich jetzt in Europa etwa ein bis zweimal die Woche düngen, wenn die Pflanzen warm stehen. Ich meine wässern, wenn die Pflanzen warm stehen. Gedüngt sollte etwa einmal die Woche oder einmal alle 10 Tage werden. Also ganz normale Orchideendüngung, ja. Nichts Besonderes. Das übliche 1 Gramm Dünger pro Liter Wasser. Und ich habe ja schon gesagt, hier erwarte ich dann ab, also dieser Trieb hier, der wird eine Bulbe produzieren, die wird doppelt so groß werden wie die, bis ich dann zur Faustgröße komme. Ja, nicht vielleicht meine Faust, ich habe relativ große Hände, aber so eine mittelgroße Faust, also ich würde mal sagen, 8, also 8 bis 9 Zentimeter werden diese Bulben groß werden. Ja, es sind richtig dicke, sehr voluminöse Pflanzen, wenn die ausgewachsen sind. Und ich habe ja auch, wenn ich immer hier zur Arbeit fahre, da komme ich immer an so einem Baum vorbei, da wächst so ein Pflänzchen, eine ausgewachsene, und zwar, die hat da wirklich so eine faustgroßen Bulben und da hängt zurzeit wirklich so ein Meter langer Blütenstand dran, ja. Und die habe ich mal gezählt, die hat 180 Blüten gehabt, ja. Also wirklich, das können sehr große, imposante Pflanzen werden und ich bin großer Fan von Enzykleas, ja, einfach weil ich sie auch gut kultivieren kann, zusammen mit meinen Cattleyas und weil ich einfach Duftorchideen mag. Und was diese Pflanzen natürlich nachteilig haben, ist natürlich die kleine Blüte. Aber dadurch, dass die Blüten so zahlreich erscheinen, ist das eigentlich auch wieder relativiert. Die Blütenhaltbarkeit ist auch nicht schlecht. Normalerweise, die meisten Enzykleas halten so zwischen 4 bis 6 Wochen, je nachdem, welche Art etc. Und wie ich doch finde, sind das sehr schöne und auch sehr dankbare Orchideen, ja. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt noch groß an Besonderheiten zu dieser, ja, Enzyklia sagen könnte. Also, wie gesagt, Lichtlevel sollten hoch sein. Ausreichend Wasser während der Wachstumsphase, also wenn der quasi der neue Trieb kommt, ja, ihr seht ja hier, bei mir kommt der neue Trieb, also ich bin jetzt schon kräftig am Gießen, weil der Trieb halt versorgt werden will. Und in der Trockenzeit, welche ja in die europäischen Wintermonate fällt, könnt ihr sehr sparsam gießen, ja. Da könnt ihr auch hier mal einen Gießgang auslassen und dann nur besprühen etc. Wichtig ist, dass eure Bulben, die Pseudobulben, im Winter nicht allzu stark einschrumpeln, ja, also die können so ein bisschen Furchen kriegen, aber wenn sie dann wirklich so dann wirklich dann richtig total einschrumpfen da, dann seht ihr, okay, ihr habt zu wenig gegossen. Ja, dann dürft ihr die Pflanzen auch nicht ganz stark gießen. Ihr müsst dann, wenn ihr seht, dass eure Bulben zu stark einschrumpfen, dann solltet ihr vielleicht jeden Tag ein bisschen sprühen und dann Stück für Stück die Bulbe wieder
nähren, sage ich jetzt mal, und wieder auffüllen. Ihr sollt auf keinen Fall, wenn ihr eine Pflanze seht, die ganz stark dehydriert ist, dann gib ihm Kalle, da richtig reinwässern und dann die Pflanze eventuell versaufen lassen, weil in der Ruhezeit sind die Pflanzen natürlich sehr sensibel gegenüber zu hohen Wassergaben. Ja, also habt das bitte im Hinterkopf. Ansonsten solltet ihr halt hohe Lichtlevel geben, genau wie Cattleyas. Und die Temperaturen, wenn ihr da im Sommer über 25 Grad seid, dann seid ihr im grünen Bereich. Und im Winter seht zu, dass die Pflanzen nicht unter 10 Grad erdulden müssen. Das können sie zwar mal aushalten für kurze Zeit, aber ihr solltet jetzt nicht den ganzen Winter diese Pflanzen bei 8 bis 12 Grad kultivieren, weil das werden sie nicht lustig finden. Und ihr könnt dann eventuell, wenn ihr mal einen unglücklichen Gießgang dann hattet im Winter, auch eventuell mit faulenden Bulben rechnen, weil kalt und feucht, das ist der Tod für ganz, ganz viele tropische Aufsitzerorchideen. Ja, das mögen die nicht. So, hier nochmal ein Abschiedsbild von meiner Encyclia incumbens. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Einen schönen Tag noch, euer Carsten.